Boah, ihr habt's echt drauf. Danke, dass ihr euch alle Stücke angehört habt. Ich war schon immer ein Fan des Herrn Magus. Trotz seines Verrats war er ein großer Musiker. Schaut mal, ich habe dieses signierte Bild von ihm. Oh, eine Großmagus-Karte. Oh wow, Hiro, das will keiner wissen. Ey, wie Spieler 3,5? Genau, was Vasco fragt. Nochmals danke, dass ihr euch alles mit Musik angehört habt. Alles super. Jetzt ärgere ich mich gerade, dass ich meine Gitarre verliehen habe. Hättest du Dräge mitgerockt, Fernspieler? So. Dann haben wir alle Musikstücke geschafft. Es ist doch mal. Oh. Ich will mal gerade zu dem Doktor. Ach, zu dem Herrn Kellerassel oder wie der Schlammassel heißt er, glaube ich sogar, ne? Wo geht's denn da rein? Da oben. Die Tür ist ja immer woanders. Oh, hey, da seid ihr ja wieder. Tut mir leid, ich kann euch nicht mehr helfen. Ich habe meinen Job gewechselt. Nach Ende des Krieges dachte ich mir, als Händler fahre ich am besten. Das Wachstumspotenzial, ihr wisst schon. Bereit für ein Kartenspiel? Jo. Den können wir eh nicht setzen. Den könnten wir setzen. Den nehmen wir doch direkt, oder? Hauen das Dreck hin. Dreck mal zwei Schaden gemacht. Sherry! Genau, sie heißt Sherry. Oh, Sherry, Sherry Lady. Bogenschützen ist gar nicht so schlecht. Für hinten eigentlich, aber wir versuchen den mal hier ein bisschen im Zaum zu halten. Genau. So geht das. Die haben den einfach getötet. Das kann nicht sein. Wow, der Magus hat 10. Boah, ich brauche aber 9, um den zu legen. Ach, schade. Aber ich krieg dafür 4. Das heißt, ich kann den legen. Ja, und den hier. Wow, den Magus gesetzt hätte schon fast gewonnen. Ein Blocker. Das ist ein Blocker. So eine Mana. Ah, die ist schön. Die ist echt gut. Ich habe so schöne Karten, die ich einfach nicht setzen kann. Die unten haben nur Angriff 1. Ich mach den hier. Ach, der blockt auch den? Ja, okay. Hätte ich das gewusst? Magus. Schade. Du bist so eine schöne Karte. 3 und Herz. Oh, ich habe nur noch ein Leben bei dem. Aber ich habe Angriff 5. Das heißt, du kommst von mir aus hier hin. Du kommst mal weg und dann gucke ich mal, ob ich noch irgendwas machen kann. Heben sich beide auf, hab ich mir fast gedacht. Und jetzt die Magus-Karte. Nein, schade. Das wäre voll gut gewesen. Wir tun die hier unten hin. Den als Bunker hier hin. Den zum Angreifen. Nein! Ja, egal, dann. Das war so nicht gedacht. Der sollte oben hin. Der hätte das auch viel mehr Sinn gemacht. Podcast über Freizeitparks, genau. Ich muss gucken, was der Hero noch geantwortet hat. Meta, ich brauche die Miitomo-Datei. Wieso das denn? Ich dachte, das kommt jetzt raus. Ah, jetzt ist Magus wieder da. Fuck.
den dahin und das Mäuschen hierhin zum Schutz. Okay, was macht er? Ach ja, man kann die Karten ja auch noch tauschen. Ach ja, das habe ich auch ganz vergessen. Oh, der besiegt mich ja sogar noch. Ist gar nicht so lustig. Da würde ich 2 kriegen. Und hier auch 2. Da hätte ich 8. Ich glaube, das machen wir mal. 8. Ich müsste nur einmal durchkommen. Zack, weg. So, ich habe einen Bogenschützen. Den ich nicht setze, sondern den hier. Oh, bitte setz oben keine Karte hin. Nein. Mist. Er blockt die ganze Zeit meine starke Karte. Das ist voll fies. Okay, wir nehmen den als Schutz. Und hier machen wir ein bisschen Mana. Oh yeah, damit habe ich gewonnen. Markus kriege ich nicht gesetzt, ne? Schade. Aber ich habe gewonnen. Bam, das war es schon gewesen. Nein! Hier, verdiente Karte. Herr Schlammassel, wir haben ihn selbst bekommen. Die APK muss aufs Handy laden. Die muss ja auch vom Handy aus starten. Ach Gott, hat der auch 20? Gucken wir mal rein, ob das Spiel schnell geht oder nicht. Eben, das war ja ein bisschen zäh gerade. So, wir haben den. Der ist doch perfekt. Setzen wir die Runden hin. Da ist er schon fast Ende. Ist er schon auf 11 runter. So. Bogenschützen sind gut. Hier hin. Dann kann nämlich der eine unten angreifen, oder? Genau. Genauso habe ich mir das gedacht. Noch eine Runde durch. Ja, perfekt. Ah, schade. Eins, eins. Das passt leider nicht zum Gewinnen. 9 Magus. 1 kriege ich hierfür, hierfür kriege ich 2. Das passt. Perfekt. Oh. Aber das Spiel habe ich gewonnen. Das kann ich schon gar nicht mehr verlieren. Was soll denn da noch passieren? Indem ich die schöne Magus-Karte bekommen habe. Wir kriegen so knapp. Hier verdient diese Karte. Augenklecks.
Okay, wir gehen aber raus. Feinde braucht unsere Liebe. Schenkt Feinde unsere Liebe. Schiff, ahoi. Ich glaube, ich gehe mal unten zu dem Eis. Das ist das Einzige, was mir gerade einfällt, wo wir hin können. Ach, wir hätten nach der Piratenbraut suchen können, ne? Ach, scheiße, das war falsch. Kann ich immer noch da lang schippern? Nee, ich habe jetzt keine Lust auf noch eine Kartenspiel. Dankeschön. Oh wow, wie inszeniert wird das. Okay. Die Sequenz ist neu. Aber es ist hier nicht anders. Ja, nur Herausforderung von Piraten. Was? Okay, wir gehen nochmal ins Sturmtal. Was hat Sharks angesprochen? Ich weiß es nicht. You're drunk, you're home fine. Oh, feini. Also, ah, ihr seid es. Ihr seid schon voller Energiesteckbunde, ne? Wie gern hätte ich einen Sohn wie euch gehabt. Sagt Bescheid, falls ihr den Prototyp einer Flugmaschine finden solltet. Selbst wenn sie unvollständig oder beschädigt ist, wird sie für meine Forschung nützlich sein. Ich habe Flashbacks wegen der Sache mit der Flugmaschine. Ob sie noch an der gleichen Stelle ist, an der wir gelandet sind? Ja. Wo sind wir denn gelandet? Wir sind hinten gelandet. In welcher Zeit? Der Liebesbrief der Piratenfrau. Ah, okay. Von Boobs von Xada. Okay. Aber das ist hier doch weg. Das war doch hier unten beim Labor. Ich bin ein wenig lost. Was wir tun sollen. Gehen wir nochmal Zeit weiter. Also wo wir auf jeden Fall eben hin konnten, war der Schnee unten. Das weiß ich noch. Das können wir auf jeden Fall wahrscheinlich machen.